heute habe ich was ganz Besonderes für euch, denn vor ein paar Tagen ist ein mysteriöses Paket aus Japan angekommen. Und in diesem mysteriösen Paket wurde in japanischer Zeitung, hier japanische Zeitung, eingewickelt zwei Sachen, auf die ich schon so lange gewartet habe. Ich freue mich so, dass sie endlich da sind. Zwei japanische Splatoon Amiibos. Ich freue mich so, dass sie endlich da sind. Hier hinten sieht man nochmal, dass sie aus Japan kommen. Ich finde sie wirklich so cool. Allgemein sind die Amiibos und Splatoon was richtig cooles. Und am liebsten möchte ich hier gar nicht mehr groß drum rumreden und sofort in-game mit diesen zwei Amiibos gehen. So, und hier sind die beiden. Als erstes mal fange ich mit dem Jungen an. Der sieht wirklich richtig gut aus. Richtig schön verarbeitetes Stück. Wirklich ein richtig schöner Stoff vor allem dieses Mal. Was ich ein bisschen bei den anderen Smash Bros. Amiibos bemängelt habe, dass sie relativ spitz an den Ecken waren. Diese ist wirklich sehr, sehr weich und echt gut gelungen. Also die junge Amiibo ist schon mal richtig gut. So, und die zweite Amiibo, die Mädchen Amiibo, muss ich sagen, finde ich sogar noch ein bisschen besser. Ihr seht ja selbst, wie schön die Haare zum Beispiel hier in den Junior-Kleckser übergehen. Es ist wirklich richtig schön geworden. Vor allem diese weibliche Amiibo, die finde ich sogar einen Tick besser als die männliche. Einfach, weil das Ganze hier noch, glaube ich, ein bisschen smoother verarbeitet ist. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir endlich in-game. So, und wir sind direkt im Spiel drin und versuchen mit unserem Ink-Boy hier direkt mal was zu erreichen. Das Prinzip von den Amiibo-Challenges von diesem Kerl hier ist, dass man das Ganze mit dem Klecks-Roller anstatt mit dem normalen Tentakel-Kleckser macht. Das Ganze ist meiner Meinung nach eine echt schöne Abwechslung. Es ist wirklich richtig vielfältig. Ich meine, die normalen Level sind teilweise dann doch ein bisschen langweilig, wenn man es zum 100.000. Mal mit dem Tentakelkleckser spielt. Aber das macht das Ganze echt um einiges cooler, finde ich. Und ich muss sagen, dass sich der Kauf dieser Amiibos echt lohnt. Und vor allem, man bekommt auch richtig guten Stuff dafür. Man bekommt für den hier so eine ägyptische Rüstung. Aber ich denke, die werde ich auch in irgendeinem Part mal zeigen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir gleich zum nächsten Amiibo. So, dann kommen wir jetzt aber zum Ink Girl, nämlich dieses Mädchen hier. Das hat etwas richtig Cooles, denn das macht, dass wir jetzt das Ganze mit dem Klecks-Konzentrator, also der Sniper, spielen müssen. Und ich muss sagen, ich finde die Idee richtig, richtig cool, weil ich persönlich bin nicht so gut mit der Sniper und vor allem für mich ist es eine ziemliche Challenge. Ich finde diese Idee, dass wir das Ganze jetzt nochmal mit dem Klecks-Konzentrator machen müssen, so toll, dass ich wahrscheinlich die Challenges von der lieben Dame erstmal spielen werde, weil ich finde die sogar, also die Idee mit dem Klecks-Konzentrator zu spielen, ist meiner Meinung nach echt so klasse. Also ich werde natürlich die Amiibo-Challenges auch let's playen, wahrscheinlich in den nächsten Parts und ich bin so vom Hocker gehauen, dass wir das Ganze nochmal mit dem Klecks-Konzentrator spielen dürfen. Tolle Idee, vor allem die Bosskämpfe freue ich mich sehr drauf, die zu legen. Ich schätze mal, dass einige Bosskämpfe mit dem Klecksroller richtig anspruchsvoll werden dürften. Vor allem der Endboss. Und deswegen freue ich mich sehr, wenn wir das Ganze nochmal machen werden. Und da würde ich sagen, was das für dieses Video. Ich hoffe, ich habe euch die Amiibos ein bisschen näher gebracht. Und vielleicht kauft ihr euch ja selber welche. Und natürlich, wenn dann nur aus Japan importiert. Und da würde ich sagen, immer schön liken, kommentieren, abonnieren. Und bis dahin, bye bye.